Oh, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich, was soll ich machen? Lande bei einem Orientierungspunkt. Sind zwar in Anführungszeichen nur 2200 XP, aber lieber 2200 XP als gar nichts. Was muss ich dafür machen? Richtig, wir müssen an einem benannten, ne, wir sollen landen an einem Orientierungspunkt. Also, ganz simpel. Wenn ihr auf der Karte guckt, hier das ist ein benannter Ort, weil da ein Name steht. Und dann haben wir hier diese Orte auch da, die haben zwar einen Namen, aber die sind nicht benannt auf der Karte. Achtung, passt auf, was passiert, wenn ich jetzt hier lande? Dadadam. Noch haben wir keinen Titel, wo wir hier sind, aber genau jetzt. Deshalb lande, ihr seht unten links, Orientierungspunkt der Obstgarten. Das ist halt ganz simpel die Erklärung. Der eine ist ein benannter Ort und das ist nur ein Orientierungspunkt, weil wir wissen, ah, da ist der Obstgarten, also das ist ein Orientierungspunkt. Eine Stadt ist ein benannter Ort. Deshalb, das ist damit gemeint. Wenn ich dir damit schon weiterhelfen konnte, gern Like da lassen, gern Abo da lassen. Wer das natürlich schon wusste, ist klar, der sollte eigentlich gar nichts auf dem Video machen. Und in dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß noch mit den Aufgaben. Wenn du mehr sehen willst, gerne meine Playlist durchgucken. Und in dem Sinne euch noch viel Spaß mit den geheimen Aufgaben und den normalen Aufgaben. Und haut rein.